Mahlzeit. Ich bin ein Wochenende angeln mit Grossi hier im Herbst bei fast sommerlichem Wetter. Die Sonne knallt mir hier ins Gesicht, kann kaum gucken. Ich hoffe, ihr könnt was sehen. Und mir ist ja an Grossis Route was aufgefallen, was ich schon fast wieder vergessen hatte. Und zwar dieses Stückchen Mono, was hier runterhängt mit einer Schlaufe. Muss ich euch eine kurze Vorgeschichte zu erzählen. Und zwar bin ich mit Grossi 2015 in Rumänien im Donaudelta gewesen und da haben wir fast 2 Wochen in absoluter Wildnis geangelt, einer sehr entlegenen Stelle. Wir hatten fast 20 Meter Wassertiefe, extremen Strömungsdruck und wir waren gezwungen, dann mit Abrissmontage, also mit Stein zu angeln und unsere Ruten bombenfest zu vernageln an Land, damit sie einfach nicht aus dem Bängstick gerissen werden. Und dann haben wir uns das hier einfallen lassen. Einmal ein Stück Schnur mit einer Schlaufe, die um den Rollenfuß drumherum ist. Und ein Ende mit einer Schlaufe. Jetzt zeige ich euch, was wir damit machen. Ich nehme das Ende und packe das hier über die V-Auflage und schiebe die Rute nach vorn, bis sich das hier hinten strafft. Und durch den Zug, der hier entsteht, kann die Rute also quasi in horizontaler Richtung schon nicht mehr raus. Und was auch funktioniert, also das haben wir so tatsächlich mehrfach erprobt, ist, dass sie, wenn man Hypod angelt, auch nicht rauskommt. Also durch diese, ihr kennt das ja, wenn die hinten rauskippt oder sowas, ja. Dadurch, dass die Schnur hier die V-Auflage zusammendrückt und auch noch quasi eine Sperre bildet, ja, ich führe ich mal ein bisschen rum hier so, ja, bildet hier drüben so eine Quersperre, rutscht die Rute da nicht, also die kommt nicht nach oben raus, die kippt nicht raus. Wir haben das ganz oft probiert, haben wirklich sehr, sehr viele, sehr große Fische, bis 1,14 Meter gefangen. Ich blende gleich ein paar Bilder ein. Ganz einfacher Trick und funktioniert. Wenn man jetzt einen Lauf hat und geht runter zur Rute, dann muss man das Ganze natürlich wieder lösen. Und zwar geht das auch ganz einfach. Man muss einfach nur dann mit 2 Händen die Rute etwas zurückziehen, um das wieder zu entlasten. Würde jetzt mit der rechten Hand ja wahrscheinlich hier irgendwo am Rollenfuß anfassen und um die Rute rauszunehmen. Mit der linken Hand macht man einfach nur so eine leichte Bewegung hier dran. Habt ihr gesehen, wie das runtergeschnipst ist? Und schon ist es ab und man kann die Rute rausnehmen und drillen. Also für mich also ist eine super geile Sache. Ganz einfach gelöst und es hält bombenfest. Wenn da noch was schief gehen soll, dann müsste schon entweder der Bankstick rausreißen oder abbrechen oder die Schnur reißen irgendwann, ja. Wenn man jetzt wirklich mit richtig geschlossener Bremse fischen muss. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, ob ihr sowas schon mal gesehen habt, das vielleicht ähnlich löst oder auch ganz anders. Würde mich wirklich interessieren. Vielleicht kennt ihr auch Videos, verlinkt die gern mal. Ja, und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Diesmal versuche ich wirklich in kommender Zeit etwas mehr Videos zu posten. Ich weiß, das sage ich öfter, aber ich gebe mein Bestes. Also, wir genießen hier noch ein bisschen die Sonne, auch wenn es mit Fischen nichts wird. Und wir sehen uns. Bis dann.